Green Secure. Mehr Freude an IT. Die sind doch nicht blöd, die Chinesen, oder? Wahrscheinlich nicht. Ja, du hast ja sicherlich auch gehört von diesem Skandal Huawei und die US-Regierung bzw. Google. Wahnsinn, was das für ein Hype war in unseren Medien, ja. Ja, und jetzt ist seit einiger Zeit natürlich bekannt, dass es da ein neues Betriebssystem von Huawei gibt für die eigenen Smartphones. Ja, und eventuell, da gibt es Gerüchte, soll das sogar auf dem neuen oder zukünftigen Flaggschiff zum Einsatz kommen. Ja, der Name ist Arc OS, man nennt das aber auch Hongmeng OS. Und ja, ich sag ja nur, die Huaweianer sind bestimmt nicht blöd. Also die Chinesen. Ne? Denn die haben natürlich schon seit längerer Zeit an einer Alternative gearbeitet. Ja? Die wollen sich ja auch nicht von Google, also dem Android-System oder vielleicht sogar von Apple oder iOS abhängig machen. Und haben natürlich im stillen Kämmerlein an etwas anderem gearbeitet. Ja, und dieses System ist unter dem Namen Arc OS bekannt. Zumindest bei uns. So, und jetzt ist natürlich die Gefahr eines fehlenden Android-Updates oder Android-Supports natürlich erstmal gebannt. Ja, das wurde ja alles wieder zurückgezogen, was da zwischen USA, China, Google, Huawei, was da so war. Ja, aber es gibt immer noch Lebenszeichen von diesem neuen Betriebssystem von Huawei. Und sind wir mal ganz ehrlich, die Tatsache, was da gerade passiert ist, oder seit längerer Zeit passiert, ist natürlich eine riesige Warnung für so einen Konzern wie Huawei. Die sind ja nicht blöd, ne? Und immerhin geht das Ganze ja schon seit 7 Jahren so. Ja, seit dem Jahr 2012 ist es nämlich schon so, dass die US-Regierung Huawei Vorwürfe zu diesem Thema macht. Also seit 2012. 7 Jahre ist eine Menge Zeit, vor allen Dingen für eine große Firma, sich auf etwas anderes vorzubereiten. Ganz, ganz klar. Ja, und dieses neue Betriebssystem von Huawei, das soll viel schneller sein als Android oder iOS. Zumindest sagen das die Gerüchte. Und es könnte schon in den nächsten wichtigen Smartphones von Huawei zum Einzug kommen. Ja, es könnte schon darauf installiert sein. Und ja, der Name wird auch Hongmeng OS genannt und seit dem Streit zwischen USA und China bzw. USA und Huawei kennt die Welt diesen Namen und dahinter versteckt sich sehr wahrscheinlich das hauseigene Betriebssystem des chinesischen Herstellers. Ja, und bei uns in Deutschland tauchte die Software unter dem Namen Arc OS auf, wird aber auch in anderen Teilen der Welt unter dem Namen Oak OS, also Oak wie Englisch für Eiche, Oak OS bezeichnet. Informationen rund um dieses Betriebssystem waren natürlich rar gesät. Ja, und bisher gab es nur einen Schwung eher nichtssagender Bilder sowie viel Spekulation über mögliche Starttermine. Ja, und jetzt wurden mal wieder ein paar neue Sachen über Hongmeng OS bekannt. Ja, so erklärte dieser Huawei-Gründer Ren Chengfei, ja, entschuldige, ich kann den Namen nicht aussprechen, in einem Interview mit der französischen Zeitschrift Le Point, dass die Software nicht nur bei Handys zum Einsatz kommen kann. Oh, 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 ja, vielleicht auch auf anderen Geräten. Also dieses Arc OS soll demnach auch mit Internet of Things Geräten sowie Smartwatches und sogar Autos funktionieren. Na, das wird natürlich richtig heftig. Und richtig cool soll sein, dass dieses Betriebssystem dank einer niedrigen Verzögerung bei der Arbeit oder dem Prozessieren, dem Abarbeiten der Befehle, ja, gerade einmal 5 Millisekunden, ja, Verzögerung hat und damit sehr effizient arbeiten kann. Ja, das klingt ja schon mal interessant. Huawei geht deshalb davon aus, dass dieses Hongmeng OS sehr sicher schneller als Apple iOS oder auch sogar das Android von Google sein soll. Ja. Und jetzt ist natürlich die Frage, wird dieses Betriebssystem von Huawei in Zukunft die etablierte Nummer 3 auf dem Markt der mobilen Firmwares sein? Tja, das ist die Frage überhaupt. Da sind wohl auch die Chefs von Huawei noch sehr zurückhaltend, weil es gibt wohl auch noch Probleme von diesem Arc OS.
Ja, ganz klar, ist völlig logisch. Apps, ne? Du musst dir mal überlegen, dass iOS und Android ganz andere Mächte haben. Ja, die haben sich über die Jahre hinweg ja extrem durchgesetzt. Viele Entwickler weltweit entwickeln natürlich Apps für diese beiden Systeme. Ja, und sind dementsprechend diesem Huawei-System natürlich weit voraus. Ne? Huawei versucht natürlich deshalb auch Entwickler auf diese eigene Plattform zu locken. Das wird sicherlich auch nicht so leicht sein. Ich könnte mir vorstellen, dass so ein Schritt in China natürlich deutlich leichter ist als ja in den USA oder auch in Europa. Ja, ja, und jetzt gibt es natürlich Gerüchte oder einen Bericht, dass dieses Huawei-System natürlich schon auf dem neuen Mate 30 Smartphone zum Einsatz kommen könnte. Und Huawei lädt natürlich Personen ein, dieses neue Betriebssystem auf einem kommenden Handy auszuprobieren. Tja, das klingt ja nicht mehr nur nach so einer Alpha- oder Beta-Version, ne? Genau, der Startpunkt könnte natürlich die mögliche Mate 30-Serie sein. Ja, aber da gibt es natürlich auch wieder einen Bericht dagegen, wie das dann immer so ist. Und dort heißt es in diesem Bericht, dass das Mate 30 nicht mit diesem OS, mit diesem Betriebssystem erscheinen wird. Ja, ob und wie die Software dann in die Smartphones integriert ist, bleibt natürlich dann auch abzuwarten. Das ist natürlich ganz klar. Genauso wie für die Veröffentlichung von diesem Mate 30 in Europa. Und natürlich liegt es nahe, dass Huawei dieses Betriebssystem, dieses hauseigene System natürlich erst einmal in China testet, bevor das System natürlich seinen Weg zu uns oder allgemein in den Westen macht. Wow, Wahnsinn. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich sage immer, Konkurrenz belebt das Geschäft. Ja, es kann am Ende eigentlich für uns Kunden nur noch interessanter, besser, schneller werden. Hoffen wir das zumindest mal. Schreib mir doch mal deine Meinung zu diesem Thema hier unten rein. Wie findest du das Ganze? Hättest du damit gerechnet noch vor einiger Zeit, dass Huawei da so eine Geschichte da heimlich entwickelt? Oder was hast du für eine Meinung zu diesem Thema? Da würde ich mich mal drüber freuen. Vielen Dank für deine Zeit, ich wünsche dir einen ganz tollen Tag. Ich freue mich, wenn wir beide uns im nächsten Video von mir wiedersehen und ich sage bis dann, dein Christoph. Hey, hat dir das gefallen? Dann gib uns doch bitte einen Daumen nach oben. Über einen Kommentar hier unten würde ich mich sehr, sehr freuen. Und auf jeden Fall nicht vergessen, hier unten rechts die Glocke zu aktivieren. Danke dir!